Wir filmen schon. Ja. Servus, liebe YouTube-Gemeinde, wir sind wieder bei Tatort Tischlerstube. Diesmal geht es um Ausgleich, also Höhenunterschied. Wir haben draußen, wo der Erich steht, schon Fliesen und hier drinnen haben wir nur den Betonboden. Und hier sind 18 mm Differenz. Diese 18 mm kann man entweder ausgleichen oder man legt den Laminat einfach so herein, den Vinylboden, und hat eine Stufe von 1 cm. Eine Zentimeterstufe ist für mich kein Problem. Der Erich fällt immer über Kabel drüber, über Staubkörner. Letztens ist er über ein Reiskorn drüber gefallen, da hat er sich fast alles gebrochen. Also es war da nichts gebrochen, aber es war sehr schlimm, er hat geweint. Da hat man dann auch Leid, dann der Erich. So, auf jeden Fall machen wir hier einen Ausgleich mit 8 mm beschichtete Spanplatte. Warum nehmen wir sowas? Weil wir sie gratis haben. Die sind, wenn man Platten bestellt, werden die als Deckplatte genommen. Die sind zerkratzt, kann man eigentlich nicht mehr verwenden. Aber der Hund winselt. Ich glaube, der will. Warte kurz, Erich, ich mache dem Hund die Tür auf. So, und da wird noch gefliest. Genau, da kommt noch eine Reihe Flieser hinein. Und normal, wenn man so Ausgleich macht, ist es am besten, man nimmt Dämmplatten. Dämmplatten ersetzen gleich die Trittschalldämmung und alles. Das sind so weich gepresste Holzfaserplatten. Hier haben wir jetzt genommen unten diese Trittschalldämmung, Erich. Hier kann man das sehen. Unten diese Trittschalldämmung mit 3 mm. Denn wenn wir diese Platten einfach auf den Boden legen würden, auf den Betonboden, und man geht dann, hört man das Knirschen des Sandes, der Steine, also das geht gar nicht. Daher gibt es eine Trittschalldämmung, eben um das auszuschalten. Hier müsste man jetzt theoretisch wieder Trittschalldämmung legen, denn wenn irgendwas ist, würde das auch knirschen, aber die Platten haben unten Kork, also die Trittschalldämmung quasi ist schon auf den Vinylteilen montiert. Und jetzt kann man eigentlich anfangen, mit der ersten Reihe zu legen, oder? Ehrlich, ich zeige noch kurz. Hier bin ich ganz genau bündig. Also wenn, es ist jetzt genau eine Fläche. Ja. Und die erste Reihe beginnt man immer so, indem man das herlegt. Man hat einen Zentimeter Luft am Rand. Hier, diese Feder schaut zu weit heraus. Die schneidet man weg, sonst würde man ja quasi die Luft gleich minimieren. So, Feder ist weggeschnitten. Jetzt kann ich das hier herlegen. Und der Erich hat hier schon wunderbare Backel. Die Distanz hat er, die kann man einstellen hier. Jetzt stelle ich sie ein mit einem Zentimeter. Genau, muss ich hier auf diesen Strich schauen, oder Erich? Mhm. Jetzt kann ich das hier herlegen und habe genau den Zentimeter. Hier beim nächsten stelle ich wieder einen Zentimeter ein, kann es hier an die Wand legen. Falls ich mit dem Hammer schlagen muss, lege ich hier immer was Härteres. Denn diese Backe, weiß nicht, ob die den Schlag aushalten, ehrlich, was sagst du? Deinen mit Fäusten glaube ich nicht, dass das aushalten. So, hier haben wir etwas viel Luft schon. Hier kann ich, legen wir mal die Platten alle her. Jetzt hänge ich noch die nächste ein. Ja, Klicksystem. Das heißt, das brauche ich nur. Das darf normal nicht passieren, ehrlich. Normal nicht. So ein Fehler. Kann mir passieren, ohne Brille, aber dir. So, jetzt bin ich hier gerade. Und wenn ich hier bündig bin, kann ich den nach unten drücken. So, und jetzt ist es drinnen. Wichtig ist auch, dass ich das jetzt einschneide hier. Dazu habe ich hier ein Schrägmaß genommen. Dann legt man sich das Teil gleich richtig her. Wenn man zwei, drei Reihen dann gemacht hat, geht das ohne viel Überlegen am Anfang. Etwas aufpassen, damit man die Feder immer richtig hat. Jetzt messe ich hierher an diesem Punkt, Erich, vielleicht, dass du das näher filmen kannst. Jetzt habe ich eigentlich ganz hinten, jetzt habe ich hier 39,7. 39,7. Ich will aber einen Zentimeter Luft haben. Das sind 38,7. Stimmt das, Erich? Das stimmt. Jetzt nehme ich mir hier mit der Schmiege
die Schräge der Mauer ab. Übertragen wir das hier. So schief. Ja, unvorstellbar. Wer hat da gemauert? Ich. Mhm. Du weißt, es sind jetzt Spannungen zwischen uns. Naja. Ja, die kannst du dann mit dem Staubsauger halten, damit nicht alles so staubig wird. Ja. Ich drehe dir sogar auf. Verkehrt schneiden, damit es keine Ausbrüche gibt. So, der Karl August, wie immer. Immer dort, wo nicht sein soll. So. Das passt jetzt. Jetzt stelle ich mir hier noch ein. Na, das ist eigentlich stufenlos, oder? Das ist dann ziemlich... Wie? Naja. Wie meinst du stufenlos? Na, du musst jetzt sowieso mit der... Was meinst du? Na, du kannst jetzt nicht überall zwei einstellen, wenn die Mauer so buckelig ist. Ja genau, das lege ich jetzt her, richte mir das schön aus. Eigentlich müsste ich das nachschneiden, oder? Weil diesen Buckel werde ich nicht mehr abdecken. Wahnsinn, was hast du für Sesselleisten? Das muss ich mir jetzt anschauen. Mhm, hier haben wir 18 mm gleich. Wahnsinn. Sesselleisten habe ich hier liegen. Achso, ich dachte, du kommst mit einer Sesselleiste. Nein, ich muss die erst auspacken. Achso. Okay. Das geht sich nicht aus, das sehe ich mit zwei Augen. Ich glaube, das sind so. Die sind so schräg an der Wand. Schau her. Ah, die legst du so hin, da hast du ja dann. Puh, da brauchst du auf die Luft gar nicht achten. Nein, da kann ich eigentlich 30 cm Luft lassen. Ja, zum Beispiel. Schau her, wie die sind. Ah, das wird die Unterseite sein. Was wird da? Das wird der, die. Das wird das hier sein. Ehrlich, so sind die. Unvorstellbar. So was habe ich noch nicht gesehen. Du, na so können sie nicht sein. Oder können sie so auch sein? Oh ja, so können sie sein. Ja. Oder sie können so sein. Hast du sowas schon gesehen? Mhm. Gefallen dir die? Ja, ich schon. Okay, also die Luft ist kein Problem mit diesen Leisten. Ja, deckt alles ab. Deckt alles ab. Immer darauf achten. Es gibt oft den Fall, dann passt man nicht auf und dann hat man extrem viel Luft. Ich werde jetzt zeigen noch schnell, wie das geht, damit die erste Reihe auch gerade ist. Denn wenn man das jetzt einfach, also diese Backe mit einem Zentimeter, best wo ein Stoß ist, hierher, hier und hier ist ein Stoß, dann drücke ich das ganz schön an und dann schaue ich noch, hier Druck, ob die überall jetzt streng drin sind, das ziehe ich jetzt an, das quasi, hier sieht man, hier ist sehr locker, muss ich das rausdrehen, zack, und jetzt ist das auch streng, hier dasselbe, passt. Und jetzt lege ich noch die zweite Reihe immer mit dem Reststück von dort, Erich, wenn du, ja, das, was wir hier weggeschnitten haben, mit dem Teil fangen wir die neue Reihe an. Aber das wird jetzt natürlich extrem schief sein. Ja. Aber ist uns eigentlich egal, weil wir so viel abdecken, oder? Mhm. Aber wir schneiden trotzdem nach, oder? Ich würde auch sagen. Ja. Ich schneide hier das wenige weg. Schaffst du das jetzt schon alleine, oder? Du meinst jetzt wegen der Stichsäge? Wegen der Absaugung? Du weißt ganz genau, Erich, dass man alleine mit der Stichsäge nie arbeiten darf. Wenn was passiert, stehe ich alleine hier. Ach so, ja. Na, heute gibt es ja schon Handy. Kannst du anrufen. Ohne Finger. Der Staubsauger war jetzt Playback, glaube ich. Der war nicht aufgedreht. Ja, der, ja, war nicht aufgedreht. Naja, ich habe keine Hand frei. So, und jetzt hier mit dieser anfangen
über den Stoß quasi. Perfekt. Und jetzt die nächste noch, eine ganze, und dann habt ihr genug gesehen. So. Später, wenn der Erich nicht mehr hier ist, lege ich natürlich gleich viel mehr von diesen Teilen. Jetzt ist es immer spannend, wie das hineingeht. Okay, hier muss ich die ganze Reihe unglaublich rein. Ich glaube, das nächste Mal sollte ich verlegen. Das nächste Mal sollte, glaube ich, verlegen. Nein, der geht nicht so. Nein, ja, ja. Ja, hier, das passt jetzt. Und jetzt kann man dieses Teil noch ein wenig heraus. Das ist jetzt schön dicht alles. Wenn jetzt dann mehr Fläche ist, geht es besser. Jetzt ist das noch alles sehr wackelig. Aber so legt man den Boden. Jetzt schneide ich das nächste Teil wieder ein und wir haben es geschafft. Wie gesagt, am Anfang, wenn alles noch beweglich ist, ist es nicht so einfach. Lasst euch davon ehrlich nicht aus der Ruhe bringen. Ich habe fast keine Luft, nicht. Das ist das Übergewicht und Corona. Ich sage danke. Tschüss. Hast du noch was zu sagen? Nein. Wie hättest du gemacht? Willst du eines einschneiden, damit die Leute den Unterschied sehen? Ich hätte von rechts nach links gearbeitet. Warum? Weil die Feder dann kleiner ist, dann rutscht es leichter rein. Okay. Aber... Okay, ehrlich. Ja, das nächste Mal dann. Zeig, gib hier, mach, Erich. Die Zeit ist schon zu Ende und okay. Ich muss weg. Ich hoffe, wir haben die Spannungen gut dokumentieren können, denn es herrschen wirklich extreme Spannungen ab. Das Licht leuchtet ohne Strom, ungefähr, damit ihr euch das vor. Wir sagen danke, drückt gefällt mir Daumen rauf. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann müsst ihr einfach woanders zuschauen. Tschüss.